Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Soul Mask. Wir werden heute, denn wir haben gerade Bewusstseinsstärke 15 erreicht, einen Brunnen bauen. Und dann fällt mir auf, wir haben kein Lehm mehr. Das heißt, wir müssen schon wieder irgendwie Lehm organisieren. Und ich befürchte, da ich immer noch in der gleichen Aufnahmesession bin, dass hier noch nichts nachgespawnt ist. Deswegen würde ich sagen, wir gehen, sobald Tag ist, einmal hier hoch, wo wir schon mal waren, machen die hier nochmal weg. Gehen hier durch, ne? Hier war ja so ein Durchgang, glaube ich. Und dann hier ist ein See. Vielleicht haben wir da nochmal Glück und holen dort Lehm. Würde ich ganz gut finden. Und ich möchte jetzt nochmal eben gucken, was wir alles mit dem 15er Level machen können. Zum Beispiel haben wir ja hier, ist ja alles freigeschaltet. Warte, kurz gucken. Mittlere Truhe, ja, den müssen wir auf jeden Fall haben. Die müssen wir auf jeden Fall bauen, Leute. Kann ich schon mal welche bauen hier? Gibt es hier die mittlere Truhe? Mittlere Falle. Wo ist die mittlere Truhe? Wo kann ich die bauen? Beim Tischler? Wir müssen, glaube ich, wirklich die... Ist das hier... Habe ich jetzt komplett lost oder was? Wo baue ich denn das? Hier? Hä? Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Warte mal kurz. Mittlere... Truhe. Oder heißt die hier anders? Große Holztruhe, Bauwerkstatt. Habe ich die denn gerade gelernt? Aber hier steht große Bautruhe. Hä? Hier, große Holztruhe. Kleine Holztruhe. Okay, dann machen wir halt davon 10. Wenn das geht. Ich mache mal so 5. Ne, 5 erstmal. Oder 6. Was fehlt hier noch? Dickes Seil. Und Lehm ist auch nicht mehr da. Dickes Seil. Okay, ich mach mal noch dickes Seil. Aber dickes Seil können wir, glaube ich, hier auch machen, ne? War das nicht so? Nein? Gibt es denn keine Werkbank, wo wir dickes Seil machen können? Dünnes Seil? Dickes Seil, doch, können wir. Können wir alles hier machen. Okay, dann machen wir mal... Ne, ist zu viel. Hier, let's go. Ja. Okay, und dann geht's da weiter. Das bedeutet, wir werden losziehen. Aber jetzt gucke ich trotzdem nochmal. Ich will halt nicht im Dunkeln los, ne? Was haben wir hier? Hochwertige Nahrung. Können wir jetzt lernen. Rohsalz, feines Salz, Tortilla und Premium Steak. Und hier brauchen wir Bewusstseinsstärke 19. Okay. So, was haben wir noch? Hier. Reparaturbank. Nice. Das ist für unsere Werkzeuge, oder? Ich möchte, dass automatisch das Werkzeug repariert wird. Ob das wohl funktioniert? Dann Waffenmodifizierung. Und hier brauche ich Technikpunkte. Wo kriege ich denn Technikpunkte her? Oh, ich verbrauche Punkte. Ja, sehr gut. Ich hätte vielleicht nicht alles lernen sollen, oder? Ich habe gedacht, wir können einfach lernen, aber hier oben sind Punkte. Großartig. Kann ich die zurücksetzen? Oh no. Mittleres Schlachten. Ich habe keine Technikpunkte mehr. Trocknung, Technik. Nutzpflanzen, Ofen. Wie kriegen wir Technikpunkte? Ich hoffe nicht mit jedem, Level. Das wäre echt ewig. Würde ewig dauern. Lederrüstung, sehr cool. Können wir auch noch nicht machen. Und wo sind bitte die Steinbauten?
Rohwand, Holzwand. Oder Holz brauchen wir erstmal. Wo ist das? Bauwerkstatt. Bauplan freischalten. Auch da brauchen wir Technikpunkte. Das hätten wir schon längst bauen können, oder was? Deswegen wollten wir die Bauwerkstatt haben. I get it. Okay. Also wir brauchen die Bauwerkstatt und müssen diese Sachen hier freischalten, damit es einfach schöner wird in unserer Bude. So, jetzt wird es langsam hell. 5.51 Uhr. Ich laufe jetzt mal Richtung Strand. Wir sind genährt. Waffen? Die anderen haben noch keine Waffen, ne? Ja, die kümmern sich um irgendwas. Ich laufe alleine. Ich laufe jetzt den Strand wieder hoch und genieße die morgendliche Stimmung hier. Und ja, genau, hier war wieder der Soundbruch. Plötzlich haben wir Wassergeräusche. Wir laufen bis da hinten, dann machen wir die da wieder weg, die da rumsaßen. Und looten die. Habe ich den Stein aufgesammelt? Nee, den Baumzweig. Ich wollte das nur, es hat so komisch geleuchtet, aber es war einfach nur die Morgensonne. Naja. Ich hätte gerne ein Reittier. Ist ganz schön weit bis da hinten. Aber wir brauchen Lehm. Hilft ja nicht. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Bauwerkstatt haben wollte. Das war der Ursprung. Deswegen brauchten wir Lehm. Das heißt, unsere nächsten Ziele sind, jetzt erstmal Lehm zu organisieren und dann entsprechend die Bauwerkstatt zu bauen. Irgendwas fehlt ihm da noch, ne? Und dann brauchen wir noch den Brunnen. Ich möchte eigentlich eine Vollautomatisierung hier haben. Mal gucken, ob das klappt. So, hier laufen wir jetzt hin, denn da raus. Oder darüber. Da waren wir ja schon mal. Und da war irgendwie ein See. Da gehen wir hin. Da möchte ich hin. Da vorne, glaube ich, waren die anderen Dudes. Vielleicht haben die noch ein paar von diesen Kristallen, dann können wir die gleich mitnehmen. Können wir unsere Maske upgraden. Ich weiß gar nicht, warum wir unsere Maske schon wieder nicht aufhaben. Achso, habe ich vergessen zu sagen, die anderen beiden Ausgestoßener und Ausgestoßene haben noch eine Rüstung bekommen von mir. Was sie noch nicht bekommen haben, sind Waffen. Das müssen wir nochmal ändern. War das hier? Hier. Na, sag mal. Hat nicht so gut geklappt. Steinwurfaxt. So, und hier ist die Kiste. Ist hier auch was drin? Nee. Da sind Kristalle. Wir brauchen mehr Kristalle. Okay, dann gehen wir jetzt da durch den Tunnel durch. Und ich brauche nochmal einen Verband. Ich habe 61 Verbände. Warum habe ich denn so viele Verbände im Himmel? Wir müssen mal den anderen noch ein paar abgeben. So, der See kann nicht so weit weg sein. Aber das ist ganz gut. Dann haben wir da eine Anlaufstelle für Lehm. Ich weiß auch nicht genau, wie das läuft, ob wir dann vielleicht so Zweigstellen später machen. Mit einem separaten Leuchtfeuer, einer separaten Base für andere NPCs, die dann vielleicht hier beim Lehm immer Lehm abbauen und solche Sachen machen. Keine Ahnung, wie das, wo die Reise hingeht. Ach, hier sind meine Anweisungen wieder. Oh nein, da sind sie wieder. Ich hab gerade gedacht, Mensch, warum kommt da nichts mehr? Aber ja, es ist wieder da. Also was soll ich hier machen? Sei gut vorbereitet, nimm Opfergaben mit, beschwöre Säbelzahnbestie, betritt Pyramide und erforsche das Geheimnis der Regenwaldpyramide. Hört sich nach einem Bosskampf an, gar kein Bock. Stelle eine Waffenherstellbank her und platziere sie. Ja, Waffenherstellbank brauchen wir. Hatte ich die jetzt schon ge...
gebaut. Ne, die wollte ich bauen. Und nutze Waffenherstellbank. Ja, das machen wir. So, ich bin zu weit. Wir müssen in die Richtung. Dahin. Da ist irgendwo ein See. Wahrscheinlich hier hinter. Ach du Kacke, wie komme ich denn da jetzt hin? Na, Schweinchen? Ihr seid doch meistens zu zweit, ne? So, das nehmen wir natürlich mit. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hey, na? Das war ein ganz schön großes Tier, 19er Level. So, hier hinter. Komme ich da lang? So rum oder so rum? Ich laufe mal hier rum. Nee, das kann ich richtig. Ich laufe andersrum. Shit. Doch nicht so ein einfacher Weg dorthin. Come on. Geht nicht? Warum geht das nicht? Mist. Oh. Komm, kletter. So. Hier und dann da. Jetzt sag mal. Wo ist denn das? Das finde ich jetzt aber nicht so cool, ne? Dass das hier so unwegsam ist. Dann hätte ich lieber anders rumlaufen sollen. Eine Ausdauer. Yay. Hier hin. Muss ich hier einmal außen rum tatsächlich. Dann hätte es bestimmt einen besseren Weg gegeben. Vielleicht so rum, ne? Dann hätte ich auch gleich da oben hinlaufen können. Oder hier zu dem See. Aber hier ist jetzt auch eine uralte Ruine. Dann gehen wir da nochmal hin. Oben. Dann laufe ich da jetzt erstmal noch schnell hin. Dann machen wir die noch weg. Fremde Geräusche. Hm, okay. Schweinchen. So, hier ist der See oder hier ist ein See. Und der gut, dann laufe ich auf dem Rückweg zur Ruine. So, haben wir denn hier Lehm ausreichend? Ich hoffe. Wasserschweine, euch tue ich nichts. Entspannt euch. So. Ich muss auch gucken, weil ich hatte ja irgendwie Schüsseln angestoßen. Dass wir vielleicht doch jetzt erstmal priorisiert den Lehm für den Brunnen und für das Bauteil da bauen, nutzen.
das war's, oder? Gott. Na. Da ist auch noch was. Ich bin auch noch nicht irgendwie überlastet oder so. Das passt. Da vorne sind auch noch ein paar Dudes. Die machen wir noch weg. So. Wie viel haben wir denn? 500. Das ist doch schon mal ganz nice. Hier ist noch mehr. Ich nehme mehr. Okay, hier war gerade wieder so ein Soundbruch. Plötzlich haben wir Dschungelgeräusche. Dann nehmen wir die beiden noch weg und dann müssen wir noch zu diesem anderen Ding. Da sind wahrscheinlich dann wieder so eine Tapire, könnte ich mir vorstellen. Okay. Haben wir? Und eure Truhe bitte. Vielen Dank. So, dann habe ich den ganzen Lehm jetzt hier abgesammelt. Das war eine ganze Menge. Fast 700. Das freut mich. So, und jetzt haben wir das hier. Das wollte ich noch. Wächterbestie. Wächterbestie? Achso, das sind die... Ja, ja, alles klar. Ich laufe mal in die Richtung. Das sind die Tapire. Dahin. Da. So, Tapire wegmachen. Wie viele sind das? Habe ich. Wir brauchen das ganze Zeug natürlich noch. Ganz klar. Sind hier noch mehr? Und jetzt müssen wir die Truhe suchen. Hier. Danke sehr. Gut. Okay, ab nach Hause würde ich sagen. Das ist aber jetzt ganz schön weit, ne? Ich muss in die Richtung nach Hause. Ich laufe einfach mal den Markierungen nach. Seid ihr böse? Nein. Ihr seid brave Tapire. Nehmen wir noch ein bisschen Knochen mit. So, es ist irgendwie extrem laut heute. Weiter geht's. Wir brauchen Knochen auch für die Waffen und so weiter. Ich werde noch die Waffenwerkbank bauen. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir die Knochen dafür haben. So, kommen wir hier rüber.
Interessant. Ja, da würde ich auch nochmal hinjumpen. Hey, ihr, na? Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und ich glaube, ich wollte doch irgendwie auch in den letzten Folgen noch irgendwie. Ich glaube, da brauchen wir auch Leben für. So, also Farmland bauen, ne? Fällt mir gerade wieder ein. So. Okay. Danke. Weiter. Muss dahin, bin falsch. Komm ich hier runter? Ohne zu sterben. Eieiei. Okay. Auf geht's. So weit ist nicht mehr. Aber das ist jetzt nicht so ein cooler Weg bis zu dem Lehm, muss ich sagen. Aber da gab es jetzt sehr viel Lehm. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns einen anderen See dafür suchen. Mal gucken. Vielleicht können wir auch selber so eine Clay-Grube oder sowas bauen später. Dass wir da nicht extra irgendwo hin müssen für. Mein Speer ist fast kaputt. So, weiter. Aber hier waren viele von diesen kleinen Rackern. Ich bin relativ voll, merke ich gerade. Sehr schwer. Deswegen kann ich mich kaum noch vorwärts bewegen. Sehr gut. Wahrscheinlich, weil ich so viel Leder und Fleisch und sowas habe. Langsam eng, ne? Eieiei. Okay, ich laufe jetzt einfach weiter. Weit ist nicht mehr. So, ja, sehr gut. Ausdauer des Todes. Geht das natürlich auch extrem schnell runter, dadurch, dass ich so überladen bin. Können wir die noch mitnehmen? Schaffen wir das noch? Ja, ne? Vielleicht müssen wir ein paar Sachen hier lassen, die unwichtig sind. Einschüchterbar wäre jetzt möglich gewesen, aber die kann ich nicht auch noch tragen. Nehme ich mit. Das nehme ich mit. Yay. Wieso gehe ich jetzt so komisch? Was soll das denn? Hä? Das ist ja süß. Naja, egal. Wir sind gleich da. Ich brauche mal einen Verband. Ab hier. Hundert Meter noch. Ah, wir sind gleich da. Was? So, und dann bauen wir uns endlich dieses Bauding. Einen Brunnen. Und wir gucken, dass wir auf Holz upgraden. Die Base auf Holz upgraden. Das ist Priorität. Und wir müssen natürlich die Waffenwerkbank bauen, damit alle die entsprechenden Waffen haben, die sie brauchen.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich pack alles weg. Warte mal, erstmal will ich gucken, ob ich hier noch irgendwie sinnlosen Kram drin habe. Zwei Schüsseln. Ja, die brauchen aber nicht so viel Leben. Okay. Gut. Dann packe ich mal weg. Hier ist sehr viel drin. Was haben wir noch? Viel Essen und so. Ja. Hier noch ein bisschen Stuff. Medizin und so. So, was ist das hier? Steinwurfaxt. Ich brauche auch unbedingt noch irgendwie so ein... so Kisten, die... wo man so Waffen und sowas reinpacken kann. So, warte mal. Bauwerkstatt und große Holztruhen. Sehr gut. So, was ist mit dem Brunnen? Haben wir den auch hier irgendwo? Den kann ich doch jetzt freischalten, ne? Ich habe noch 3 Technikpunkte. Das heißt, ich muss Holz freischalten. Ich habe das schon angeeignet. Ach, ich hatte das schon gelernt. Was? Was ist das hier? Möbel. Ja, möchte ich gerne haben. Wachposten. Also Möbel würde ich sehr gut finden. Jetzt habe ich keine Technikpunkte mehr. Super. Nun gut. So, wo bist du jetzt hingelaufen wieder mit der Werkbank? Oh mein Gott. Oh nein. Da. Okay. Und die Kisten baust du noch, denke ich mal. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche Kisten noch, wo die auch solche Sachen reinlegen können, denke ich mal. Weil das, sonst würden die das nicht im Inventar behalten. Könnte ich mir vorstellen. So, wo machen wir dich hin? Habe ich schon wieder das falsche Ding? Bauwerkstatt? Sag mal, habe ich gerade das gleiche Ding gebaut? Bin ich komplett lost oder was? Leute, was habe ich hier gerade getan? Hier sind die ganzen Holzbauteile. Ich habe diese... Das ist die Bauwerkstatt. Und die habe ich jetzt nochmal gebaut und darauf gewartet, dass ich die bauen kann? Ernsthaft? Oh mein Gott. Und dafür habe ich jetzt wieder Ewigkeiten und ewig viel von dem Leben verballert, oder was? Den Brunnen brauchen wir. Sofort. Ich will auch nur ein... Nee, will ich 6 Truhen? Ja, ich will 6 Truhen. Was ist mit mir? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Waffenherstellbank hätte ich auch gerne. Bau das bitte. Was fehlt hier? Leder. Als ob ich kein Leder hätte. Was? Okay, toll. Jetzt habe ich das Ding hier nochmal. Ich stelle das kurz mal hin. Und werde es abreißen. Mit sehr viel Verlust. Ich habe gar nichts zurückbekommen, glaube ich. Aber gut, das, ja. Egal. So, dann. Brunnen ist in der Mache. Leder brauchen wir. Dick, welches Leder? Nur Leder. Einfach nur Leder. Hier, das. Dafür brauchen wir die klassischen Sachen. Okay. Sollten ja eigentlich gemacht worden sein.
Aber offensichtlich ist das schon verarbeitet worden. Hier ist doch, nee, das ist Bestienhaut. Okay, dann nehmen wir mal Bestienhaut. Lass die da drin. Wir machen einfach Leder. So. Ladenliste. So, auf geht's. Gerbflüssigkeit fehlt. Ah, okay. Kann ich das denn so drehen? Ja. Was brauchen wir dafür? Warte auf Betreuer. Okay, er kommt schon. Du bist der Beste. Du brauchst immer noch einen Namen. Komm mal. Dann mach das mal fertig. Ich bin so ein Hunk, ne? Ich dachte die ganze Zeit... So, Waffenherstellbank, Brunnen, große Holztruhe. Und dann haben wir vielleicht auch eine Truhe, wo wir dann die ganzen Waffen und Bauteile, die wir jetzt so bauen, oder auf Werkstätten, wo wir die reinmachen können. So, und ich möchte das hier upgraden. Das können wir ja ganz einfach machen, indem wir aufwerten. Wir brauchen nur die entsprechenden Bauteile und dann können wir sagen, so und so und so. Das machen wir. Und dann haben wir hier dieses Gebäude. Und dann haben wir da unser Lagerfeuer. Und wir müssen gucken, dass wir weitere Gebäude bauen. Das müssen wir machen, ne? Warte mal, dieser Hammer hier, den würde ich auch mal gern testen. Gebäude versetzen, Gebäude zerstören, Gebäude reparieren, Gebäude demontieren. Okay. Sehr gut. Und wir brauchen die Reparaturwerkbank. Die hätte ich auch gerne. Bauwerkstatt. Die können wir da bauen. Okay, die brauchen wir auch. Die hätte ich auch gerne. Was bedeutet das hier? Dünnes Seil brauchen wir. Dünnes Seil. Glaube ich, machen wir hier. Was brauchst du dafür? Fahrseil. Ja. Das können wir machen. Okay. Dann mach mal dünnes Seil. Weil richtig krass wäre natürlich, wenn die von Haus aus wüssten, was sie noch alles brauchen, also dass sie automatisch die Sachen herstellen würden, die sie brauchen, um das nächste herzustellen, wenn dann die Originalressourcen vorhanden sind. Und dann hätten wir ein richtig krasses System. Na, Klaus-Dieter, was geht? Kaputt? Kann ich das reparieren für dich? Wir haben bald eine Reparaturwerkbank. Arbeitspause. In Beauftragung. Arbeitspause. Okay. So, gut. Wir brauchen irgendwie Namen, dass wir erkennen, wer was macht. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Namen haben, die... Vielleicht machen wir mit Vor- und Nachnamen. Arbeiten wir vielleicht mit Vor- und Nachnamen. Und der Nachname heißt dann sowas wie Handwerk oder Krieger oder Reparateur oder sowas. Und er ist hier Handwerk. Wie kann ich dich nennen? Umbenennen. Handwerk ist der Nachname. Und ich nenne ihn Guido. Guido Handwerk. So, und die Ausgestoßene. Ich bin halt immer noch in der gleichen Aufnahmesession, deswegen ist es schwierig, falls ihr schon Namen genannt habt, aber man kann sie ja wieder umbenennen. Und die Ausgestoßene nenne ich... Äh...
Ich habe keine Ahnung. Brauchen Helga. Oh, was? Warte. Nee, warte. Reparatur. Bestätigen. So. Du bist Reparatur und du bist natürlich wie immer Klaus Dieter. Die allerbesteste. Die allerbesteste. Und ich habe schon wieder überzogen. Wie kann das denn sein, dass die Folge schon wieder oben ist? Was habe ich denn jetzt groß gemacht? Nichts. Hab nichts gemacht. Wie sieht es eigentlich mit Kisten aus hier? Ich bräuchte echt mal ein paar Truhen. Naja, du machst das schon. Mein guter Handwerktyp. Guido Handwerk. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne unbedingt einen Daumen hoch da und auch ein Abo, wenn noch nicht passiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir dann gekommen sind. Also, bis dann. Tschüss.